quick. Mad out. Ich gebe dir nicht mein Handy. Definitiv nicht. Schneller. Nein. Ich gebe dir nichts. Nicht Volta? Hm? Du bist Volta oder was? Nein, bin ich nicht. Du bist Volta. Hast du gehört? Ich bin Polizei. Warum? Nur ein Zivilist, werde hier von dir bedroht. Ist das klar? Warum? Okay. Danke, dass du mich losgelassen hast. Wenn du mich jetzt nochmal anfässt, wäre ich nicht, okay? Alles klar? Ja. Okay, bleib einfach zurück. Bevor Leute wieder damit anfangen, es gibt ja so ein paar kranke Individuen, die kommen dann hier hin und verstehen gar nicht die Logik dieses Videos, hören gar nicht zu und das Erste, was sie machen, schreiben dann hin, ja, sind aber doch nicht alle so, warum denn so rassistisch oder sonst irgendwas. Hier geht es überhaupt gar nicht um die Hautfarbe, hier geht es gar nicht um die Religion, hier geht es überhaupt nicht um die ethnische Herkunft. Es geht einfach nur darum, dass die Person in besagtem Video, und glaubt mir, ich würde genau das gleiche Video machen, wäre das ein Pole gewesen, wäre das ein Russe gewesen, sonst irgendwer, ja, genau das gleiche Video würde ich machen, unabhängig von der Hautfarbe, denn die Hautfarbe hat nichts damit zu tun, versteht ihr das? Auf jeden Fall, derjenige genießt anscheinend einen Flüchtlingsstatus hier in Deutschland. Und durch dieses Verhalten, was wir jetzt gerade eben in dem Video gesehen haben, hat er meines Erachtens, und ich denke mal, dass die meisten von euch da draußen mir auch irgendwie recht geben werden, seinen Flüchtlingsstatus verwirkt. Kein Problem. Komm hier hin, füg dich ein, das kann auch ein paar Jahre dauern. Aber wenn Leute sich so verhalten, und Alkohol ist keine Ausrede, wenn Leute sich so verhalten in dem Moment, haben sie ihren Flüchtlingsstatus verwirkt. Denn wir kommen in ein Land, in dem wir Asyl beantragen. Das bedeutet, dieses Land hilft uns aus unseren Problemen raus. Es bürgt für uns. Ja? Aber im Gegenzug muss diese Person hier sich benehmen. Sie muss die Mitmenschen respektieren. Sie muss auch die Gesetze respektieren in Deutschland. Leider Gottes. Auch wenn es nicht jeder immer kann. Ich konnte es auch nicht immer. Aber ich sage es euch, man muss die Gesetze zumindest in dieser Hinsicht auf jeden Fall respektieren. Was macht dieser Mensch? Er steht dort, schnappt sich einen für ihn offenbar Schwächeren, steht vor ihm, hat eine Flasche in der Hand und ist bereit, die Flasche in jeder Sekunde demjenigen über den Kopf zu ziehen, weil der andere ihm entweder sein Hemd oder sein Handy nicht geben wollte. Also begeht er eine Straftat. Er versucht, denjenigen zu beklauen, zu berauben, Raub, und droht damit auch noch Schlägen. Ja, das ist auch noch körperliche Gewalt. Und in diesem Moment hat er seinen Aufenthaltsstatus hier verwirkt. Das hat nichts mit Rassismus zu tun, nichts mit Faschismus. Das sind einfach geltende Gesetze. Und jeder von euch, der dieses Video gerade eben da draußen gesehen hat, wird mir recht geben. Egal, wie politisch ihr irgendwie bewandelt seid oder was ihr in eurem Kopf drin habt, das ist übergreifend. Das hat nichts mit Ideologisierung zu tun hier, was ich euch gerade sage. So wie der Typ sich verhalten hat, ciao, das war's. Ganz einfach. Das ist auch die einzige Möglichkeit, wie die anderen, die sich auch so verhalten, ja, es sind ja nicht alle, die anderen, die aber auch hier hingekommen sind oder hier hinkommen und sich genauso verhalten, weil sie denken, sie könnten hier in Europa, in Deutschland alles machen, was sie möchten, das ist der einzige Weg, wie es auch abschreckend wirkt auf diejenigen. Ansonsten werden wir dieses Problem nicht in den Griff bekommen. Der Mann in diesem Video hat sich rechtlich absolut richtig verhalten. Absolut richtig. Ich an seiner Stelle, ich hätte viel früher zugeschlagen. Viel, viel früher. Alleine schon, wenn er anfängt, dich irgendwie anzufassen und du siehst, er hat eine Flasche in der Hand und das ist ja eine Waffe. Ja? In dem Moment, wenn du das schon siehst, dann zöger nicht. Schlag direkt zu. Und vielleicht wollte der in dem Moment gar nicht wirklich zuschlagen, aber das weißt du doch nicht. Keiner von uns weiß das. Stell dir mal vor, der trifft mit dieser Flasche, die platzt auf, dann zerschneidet er dem irgendwie hier die Hauptschlagader, sonst irgendetwas. Der Mann stirbt. Viel zu lange, er hat viel zu lange gezögert. Er hätte sofort, wo er ihn geschnappt hat, mit der Hand irgendwie überhaupt nur angefasst hat und die Flasche in der Hand gehalten hat, sofort hätte er zuschlagen müssen. Anscheinend hat er ihn unterschätzt und derjenige konnte sich wehren. Das hat man gesehen. Ich hätte gerne das Video nochmal ganz zu Ende gesehen, aber er konnte sich wehren. Die Flasche hat er auch abgewehrt, hat zwei Schläge platziert ins Gesicht angebracht, waren jetzt nicht wuchtig, aber er hat sich selbst verteidigt. Genau so müsst ihr das machen. Und alle Leute, die drumherum standen, auch die Person, die gefilmt hat, wo ist eure Zivilcourage? Sagt es mir.
Wo ist eure Zivilcourage? Da standen Leute gegenüber, die haben das alles mitbekommen. Und entweder sind die dank der Mainstream-Medien sowas von gebrainwashed, dass sie sich denken, ich gehe lieber nicht dazwischen, ansonsten vielleicht kriege ich selber noch Probleme, werde entlassen, vielleicht sagen die noch, ich bin ein Rassist, weil ich da irgendwie eingegriffen habe. Oder ihnen fehlt einfach der Mut. Da war eine Person, die hatte eine Flasche, eine Waffe in der Hand. Versteht ihr das? Und hat eine andere Person bedroht, die sichtlich gesagt hat, ich will keinen Ärger, ich gebe dir das nicht, aber ich will keinen Ärger, ich will keinen Ärger, lass mich in Ruhe. Ja? Und ihr macht nichts, steht daneben. Was denkt ihr, was diese Person gemacht hätte? Einer geht hin, tritt die Flasche aus der Hand, der von der anderen Seite kriegt einen Schlag rein und dann habt ihr den auf dem Boden und das war's. So. Ist unfassbar, unfassbar, was heutzutage in Europa abgeht. Ich verstehe, wenn derjenige ein Schwert in der Hand hat und irgendjemand da abmetzelt, dass man nicht einfach so mit bloßen Händen da angreifen kann und einschreiten kann, sonst ist man selber weg. Oder wenn einer rumschießt, was willst du da machen? Kugeln sind schneller als Fäuste. Ja? Aber bei so einer Aktion ist für mich unverständlich. Unverständlich. So, wenn ihr meiner Meinung seid oder auch nicht, schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like da und teilt das Video, damit es jeder sieht. Danke.